Danach biegen Sie die zweite Straße links ab. Unsere Reise geht weiter von Berlin zum Werbellinsee. Unterwegs wollen wir noch zweimal Stopp einlegen, um in die deutsche Geschichte einzutauchen. Die erste Pause machen wir in Wandlitz, genauer gesagt in der Waldsiedlung. Die ist ja bekannt als das Wohngebiet der ehemaligen DDR-Regierung, mitten im Wald gelegen, gut bewacht und gut umzäunt, hat die Regierung dort gelebt. Und heute gehört dieses Areal zu einer Reha-Klinik, nämlich der Brandenburg-Klinik, und ist wieder frei begehbar. Man kann sich die Häuser anschauen und kann die Tafeln lesen, die vor den Häusern angebracht sind. Dort wird genau erklärt, wer in welchem Haus gelebt hat und welche Funktion er im Staat hatte. Nur wenige Kilometer von der Waldsiedlung entfernt ist unser zweiter Zwischenstopp am heutigen Tag und unser zweites Eintauchen in die deutsche Geschichte. Wir besuchen nämlich die Villa Goebbels am Bogensee. Es gibt wohl mehrere Kaufinteressenten für dieses Gebäude. Im Moment ist das Land Brandenburg der Eigentümer und man hat sich entschieden, dieses Gebäude nicht zu verkaufen, um keinen Pilgertourismus entstehen zu lassen. Nur ein paar Meter vom Gebäude entfernt befindet sich der Bogensee und wir haben den umrundet. Das ist ganz leicht innerhalb von einer halben Stunde zu schaffen. Wir sind weitergefahren von Berlin in Richtung Werbellinsee. Der liegt ja im Nordosten Deutschlands, nicht weit von der polnischen Grenze und nur wenige Kilometer nördlich von Eberswalde. Wir haben hier einen schönen Park-for-Night-Platz gefunden und es ist ein Parkplatz an der Liegewiese am Stein. Im Normalfall kostet die Übernachtung bzw. das Parken für einen Tag hier 7,50 Euro. Aber zu der Zeit, als wir hier angekommen waren, war die Parkuhr abgebaut, sodass wir zwei Tage hier vollkommen kostenfrei übernachten konnten. Wir waren die ganze Zeit ganz alleine hier.
Wir hatten an diesem Tag einfach Kaiserwetter. Und deswegen hatten wir vor unserer Radtour um den kompletten Werbelinsee auch noch einen Abstecher nach Joachimsthal zum Kaiserbahnhof geplant. Ein Zug kam leider nicht, aber naja, einen Kaiser gibt's ja auch nicht mehr. Im Kaiserbahnhof kann man so einiges über seine Geschichte erfahren und außerdem kann man dort heiraten. Die ehemalige Pionierrepublik am Ostufer des Werbelinsees ist heute längst kein Pionierlager mehr, sondern eine europäische Jugenderholungs- und Begegnungsstätte. Uns hat auf der Fahrradtour vor allem die schöne Natur und die Sonne und natürlich das glasklare Wasser des Werbelinsees begeistert. Im Südosten des Werbelinsees befindet sich dann der Berolina Camping Süßer Winkel. Das ist einer der beiden größeren Campingplätze am Werbelinsee. Der andere befindet sich auf der Westseite. Obwohl die Luft doch noch ganz schön frisch war, haben sich einige schon beim Café Wildau im Freien aufgehalten und wir haben das natürlich auch gemacht. Der zweite Campingplatz am Werbelinsee ist der Camping am Spring. Er liegt im Südwesten des Werbelinsees und wir wollten ihn uns eigentlich etwas näher anschauen. Aber dieser Campingplatz war leider verschlossen und wir konnten nur ein paar Fotos über den Zaun machen.
Das Jagdschloss Hubertusstock hätte uns nun wirklich interessiert. Immerhin war es das Gästehaus der DDR-Regierung und Helmut Schmidt war hier 1981 bei seinem Staatsbesuch zu Gast. Aber leider ist das Gästehaus ebenfalls verschlossen gewesen. Ob das Ferienparadies am Werbelinsee wirklich so paradiesisch ist, können wir nicht beurteilen, weil wir auch hier nur kurz über den Zaun geschaut haben. Nach 25 Kilometern Radfahren, viel frischer Luft, wunderschöner Natur und glasklarem Wasser müssen wir sagen, es war wieder ein herrlicher Tag heute. Wir werden ihn jetzt ausklingen lassen und möchten uns verabschieden mit einem Blick über den abendlichen Werbelinsee und sagen wie immer, tschüss und bis zum nächsten Mal.